Moin Leute und willkommen zurück im CTWW. Wir fahren den Thromb Factory, genau so war das. Oder Thromb oder wie auch immer man die ausspricht. Ich kann kein TH. Thromb oder so in der Art. Und das Rennen könnte jetzt auch langsam mal starten. Das wäre ganz nett. Ja, ich bin auf jeden Fall mit Luigi unterwegs, falls es denn mal starten sollte. Danke. Eins, los und ja. Die Strecke habe ich äußerst beschissen in Erinnerung, aber egal. darum soll es jetzt gerade gar nicht gehen, denn ich habe mal wieder so... Nein, ein, zwei Fragchen, Fragenchen. Was ist... Na, egal. Fragen bekommen, ja, und zwar von... Wow, ich hatte Angst vor dem Bullet. Ja, danke, dass der mir das Item wegschnappen muss. Und zwar von Blacky Games 1 mal wieder. Er hatte ja schon mal einen Vorschlag vorgeschlagen. Und ja, seine Frage war, was ist mein Lieblings-Pokémon? Aquana. Das könnte aber auch daran liegen, dass ich... Wow... Okay, die sind ein bisschen komisch, die Flecken, weil wenn man drin ist, dann sind sie unsichtbar oder so. Aquana, ganz einfach, weil ich habe gar nicht so viele Editionen bzw. Generationen gespielt. Und ich kenne von den neueren Editionen gar nicht so wirklich die Pokémon. Also habe ich das auch nicht als Lieblings-Pokémon oder so. Es könnte natürlich sein, dass ich da irgendwelche viel cooler finde. Oh, Alter. Also so in der ersten Generation, die ich so gespielt habe und in den Remakes der ersten Generation und der dritte oder so, bisher Aquana, genau. Weil finde ich auf jeden Fall die coolste Entwicklung von Evoli und insgesamt auch das coolste Pokémon. Gut, dann hatte er gefragt, welche Pokémon-Generation meine Lieblingsgeneration ist. Die Remakes der ersten Generation, also Feuerrot und Blattgrün, was aber, wie gesagt, daran liegt, dass ich noch gar nicht so viele andere gespielt habe. Scheiße, jetzt habe ich die Wolke. Egal. Vielleicht ziehe ich ja noch einen Stern, das wäre cool, danke. ja, auf jeden Fall halt hier. Remakes von erster Generation. Ansonsten, Pokémon Rubin hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen. Also kann ich nichts dran aussetzen oder so. Aber ich fand die andere besser. Also Feuerrot, Blattgrün finde ich besser. Und ansonsten, Schwarz-Weiß und so weiter habe ich noch nicht gespielt. Er hatte noch eine Frage, aber ich kann gerade nicht auf den iPod schauen. Das kommt dann im nächsten Rennen. Ansonsten hatte niemand mehr eine Frage gestellt, glaube ich. Zumindest habe ich keinen Screenshot mehr davon gemacht. Dann gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass ich nichts übersehen habe. Das hoffe ich zumindest für mich. Ja, wenn ich was übersehen habe, wehe mir, ey. Blitz, 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 Blitz. Schade. Wo ist denn hier das Ziel? Das könnte wegen mir jetzt gerne kommen direkt, denn dann wäre ich hier Zweiter und das ist durchaus... Das wäre durchaus cool gewesen. Wer hat doch... Alter, wie lange will der noch Platz sein? Luigi? Ja, von Platz zu gleiten, das ist doch schön. Nee, bis zum Ziel geht's noch ein bisschen. So. Neues Item holen. Pilz... Oh, Wolke, das ist gut, das ist gar nicht so schlecht. Jetzt gegen Ende hin. Wo ist das... Ah, ich habe sie noch abgegeben. Und jetzt schnell weiter. Der wird noch klein mit seinem Kamek-Knaller und ich bin Zweiter. Zumindest falls sich der eine nicht vorgelegt hat. Weil ich habe gedacht, es würde irgendwo eine Ziellinie geben, aber da gab es doch keine. Und deswegen war ich etwas verwirrt, ob ich jetzt schon im Ziel war. 105, jawohl. Okay, dann bis gleich. So, sind wir im zweiten Rennen und das ist schon wieder irgendwie so eine ähnliche Strecke. Ich habe jetzt nicht auf den Namen geachtet, aber ich glaube, das ist der Factory-Kurs. Ich hoffe, man hört nicht im Hintergrund irgendwie das Gitarrengedudel von meinem Bruder, denn der übt da gerade. Und jetzt dauert das schon wieder so lange. Meine Güte. Ich weiß gar nicht, vielleicht kommen auch nur drei Rennen in dem Part, weil die erste Strecke war ja 3 Minuten 30 lang, soweit ich mich erinnern kann. An die hier, die haben wir vor ein paar Parts schon gefahren, aber ich kann mich echt nicht mehr dran erinnern, wie lang die liegen. Aber ich glaube, so kurz war die auch nicht.
Fragezeichen? Ich weiß es nicht. Also, was laber ich eigentlich? Gut, ich hab... Ah, oh, scheiße, ich hab gar nicht seine Frage... Oh, ich bin so dumm. Anstatt in der Pause irgendwie zu lesen, was ich im nächsten Rennen ansprechen sollte, fresse ich lieber ein Stück Waffel. Naja, egal. Ich schau gleich drauf, wenn hier mal irgendwo eine Gerade kommt. Oder Moment, es kommt hier ja gleich noch eine Dingens. Wie heißt das nochmal? Kanone oder so? Ja, genau, Kanone. Doch, doch, doch. Das war schon korrekt. Das war korrekt, Junge. So, gib mal Windschatten. Dann halt nicht. Hol dir halt Windschatten selbst. Jedem das Seine, wenn er will oder so. So, gut. So, schnell, schnell, schnell. Oh, warum habe ich immer ein Passwort hier drin? Moment, ich muss mal ganz kurz stehen bleiben. Wie lange willst du noch LPen? Wie viele Konsolen besitzt du? Okay. Wie lange will ich noch LPen? Kann ich nicht beantworten, weil das ist, kommt hier auf die Laune an. Wenn ich noch Lust habe, dann werde ich es auch machen. Wenn ich keine Lust mehr habe, dann werde ich aufhören. Und das kann halt irgendwann mal ganz plötzlich sein. Das kann sich irgendwie auf die Dauer halt so erschaffen, wie auch immer man das nennen soll. Oder, ja, keine Ahnung. Das ist offen, hat ein offenes Ende. Es kann sein, dass es in einem Monat schon Schluss ist oder was weiß ich. Aus irgendeinem Grund, der mir jetzt noch nicht einfällt oder den ich jetzt noch nicht kenne. Aber ich gehe einfach mal davon aus, dass ich schon noch ein Jahr lang machen werde, auf jeden Fall. Und halt so lange, wie ich Lust habe. Das kann auch sein, dass ich es noch in 10 Jahren mache. Das kommt ganz darauf an. Gut, dann die andere Frage war ja, welche Konsole ich habe, beziehungsweise wie viele ich habe. Wie viele kann ich in der... Wow, 2 Bomben und beide haben getroffen, jawohl. Wie viele Konsolen, das kann ich jetzt in so einer Zahl gar nicht erst sagen, weil da müsste ich erst ziemlich lange nachdenken, weil ich habe keine Ahnung, wie viele Konsolen ich habe. Beziehungsweise ich zähle jetzt einfach mal Handhelds dazu, zu den Konsolen. Ansonsten wäre es eine relativ kurze Liste. Also, fangen wir mal an. Ich hatte mal einen Game Boy Color und einen Game Boy Advance, die habe ich aber beide verkauft. Dann habe ich jetzt noch hier tatsächlich den DS und den 3DS und die Wii und die Wii U. Mein Bruder hat noch eine Xbox da stehen, die gehört mir aber nicht. Kann ich aber auch ab und zu mal drauf spielen, wenn ich unbedingt will, aber will ich eigentlich gar nicht so unbedingt. Deswegen ist auch egal. Oh Mann, in der dritten Runde nochmal failen. Und die 107 Punkte wieder verlieren, so sieht's nämlich aus. So statt gut, so statt lästig. Ja, ansonsten habe ich keine Konsolen. Also, ja, wenn man den PC als Konsole zählt, dann den natürlich noch. Aber ich, meiner Meinung nach ist das keine wirkliche Konsole. Das ist eher halt, ja, ein PC. Keine Ahnung, mir fällt jetzt nichts ein, tut mir leid. Und, ja, dann habe ich natürlich noch iPod und iPod Touch und so ein Zeugs, aber das zähle ich auch mal nicht dazu, weil das ist ja eher zum Musik hören, Filme schauen. Ganz klar, ich habe in der 5., 6., 7. Klasse oder so, da haben voll viele Leute halt Apps gezockt auch und ich auch. Aber mittlerweile ist da eh nichts mehr, also zumindest bei mir ist es so. Warum wird nicht die Punktzahl angezeigt? Das sind doch alle durchs Ziel oder etwa nicht? Okay. Ja, okay, das verstehe ich jetzt nicht so ganz, aber wir warten einfach mal noch ein bisschen rum, warten mal noch und schauen zu, wie Luigi sich ärgert und wieder ins Wasser fällt. Ich könnte ja mal eine Schätzung abgeben. Ich tippe auf 99 Minuspunkte. So. Wir fahren 66 km/h, das ist ja unglaublich interessant und jetzt zeig mir die Punktzahl. Also normalerweise, wenn irgendwie, wenn man Disconnect oder so bekommt, ist es, glaube ich, meistens so, dass erst, also wenn die ganze Gruppe irgendwie fail ist und Disconnects bekommt, ist es eher so, dass die Punktzahl angezeigt wird und danach kommt ein Moment bitte und dann geht das ewig lange und dann irgendwann fliegt man halt aus der Gruppe, aber das hier, das verwundert mich jetzt ein bisschen. Also wenn das jetzt in einer Minute noch nicht funktioniert hat, dann ja, dann ja, dann ja, dann ja, dann ja, dann ja. Hab ich keine Ahnung. Und ich weiß auch nicht, was das gerade war, aber es sah auf der Tonspur so unglaublich gleich aus, dass das irgendwie cool war.
Oh, meine Güte, meine Güte, meine Güte. Ich könnte natürlich jetzt auch aufhören zu labern, aber ich habe irgendwie so das die leise Ahnung, dass das hier mit dem Raum nichts mehr wird. Und ich gleich DC habe und dann beende ich den Part, weil ich nicht nochmal irgendwie eine neue Gruppe suchen will. Und da ich sowieso alle Fragen beantwortet habe. Ansonsten müsste ich hier wieder Spielgeschehen lernen, aber das ist irgendwie auch langweilig. Okay, also so langsam. Wenn ich jetzt nochmal durchs Ziel gefahren bin, dann, ja. Dann ist auch mal gut. Okay, ich sehe schon auf der Karte, es werden immer weniger Leute. Jetzt sind es nur noch 4, noch 3. Und... Juhu! Juhu! Das ist doch schön. Das macht doch Spaß. Das ist doch lässig. Juhu. Habe ich jetzt Minuspunkte bekommen? Das kann durchaus sein. Egal. Dann, hoppala, jetzt bin ich aus Versehen auf B gekommen. Dann würde ich sagen, machen wir noch eine winzige Runde Zeitfahren, aber auch nur eine ganz kleine, in der ich, ja, was fahre ich denn, was fahre ich denn, was fahre ich denn? Ich habe gerade irgendwie Lust auf Pilzschlucht, aber das ist irgendwie ein bisschen langweilig, weil ich die immer fahre. Egal, mache ich trotzdem jetzt. So, normale Cups, huhu, da. Ja, wobei ich könnte auch Tods Fabrik fahren, aber nee. Okay, eine Runde, ein Versuch, ein Try. Außer ich verkacke gleich ganz am Anfang. Es muss anscheinend mal wieder so sein, dass ich einen halben Zeitfahrpart draus mache, aber dafür kann ich nichts. 2, 1, blablabum. Das, ich weiß nicht, warum ich das jetzt noch gemacht habe. Ich habe das schon am Anfang vom Part gemacht. Und deswegen brauche ich das nicht mehr als synchron übereinanderleg-Punkt-Teil. Aber egal, hab ich jetzt halt. So, Batz, Batz und Bah, scheiße. Das war unglaublich schlecht. Dann hier, ja, immerhin noch den Doppelrift bekommen, das ist doch schon eine schöne Sache. Hier wollte ich eigentlich den Wheel unterbrechen, hat nicht so ganz funktioniert, warum auch immer, weil der den B-Knopf nicht drücken wollte, mein Finger. Und ich habe auch mal überlegt schon, so ein Video zu machen, in dem ich meine Hände auch zeige, wie ich das Ganze mit Wheel fahre. Aber das ist ein bisschen kompliziert und ich weiß nicht, wie ich die zwei Videos dann übereinander legen kann. Es gibt da extra so für Programme für, mit denen das geht, dass man ein Bild in ein anderes Bild so einfügen kann, aber habe ich nicht, zumindest nicht meines Wissens nach. Vielleicht habe ich auch eins, bloß weiß ich es nicht, dass das da geht. Das kann durchaus sein, aber ja, egal. Egal. So, oh, das war scheiße. Na gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns vielleicht beim nächsten Custom Track Part wieder. Ist jetzt so ein bisschen ein abruptes Ende, aber meine Güte. Meine Güte, kann ich jetzt nichts für. Und wir sehen uns dann hoffentlich das nächste Mal wieder. Wenn es wieder heißt Custom Tracks oder besser gesagt Zeitfahren. Bis dann, Leute, und ciao. Moment, ich mach das hier. Ich mach das jetzt. Moment. Ich mach jetzt hier Troy Olympics und Living on the Edge. Nein, schade, doch nicht. Dann halt den ganz klassischen Klassiker, der mega einfach zu machen ist. Aber ich krieg ihn gerade trotzdem nicht hin. Weil ich zu dumm bin, da drauf zu fahren. So. Das will ich jetzt aber noch machen. Also wer es nicht kennt, wenn man hier halt so an die Wand springt, dann hängt man da das ganze Rennen lang und kommt nicht mehr weg. Ja, ist eigentlich dumm, aber wollte ich euch jetzt mal noch gezeigt haben. Das kennen wahrscheinlich sowieso alle. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich im nächsten Part wieder. Bis dann, Leute, und ciao. Und hier ist dann ein spackendes Weevil zum Abschluss.